Zu Ihrer Frage der Tarnvereine. Ich habe mich seit längerer Zeit intensiv damit beschäftigt. Und es ist immer wieder verwunderlich, wie blauäugig deutsche Organe, wie zum Beispiel der Bundestag und Mitglieder des Bundestages, auf die Tarnvereine des iranischen Regimes hereinfallen. Diese Tarnvereine, dazu gehören natürlich auch entsprechende Webseiten, dazu gehören Informationsdienste, Institute, die gegründet werden, also ein ganzer Apparat von bildungsmachenden Institutionen und Einrichtungen, geben sich zunächst menschenrechtlich interessiert. Sie versuchen, ein normales Bild des Iran zu zeichnen und sie geben vor, objektiv über den Iran zu berichten. Und deswegen versenden sie sehr viel Post an den Bundestag zum Beispiel. Sie wenden sich an die Presse, sie wenden sich an Kirchen und Vereine und sie suggerieren, dass sie einen anderen menschenfreundlichen Iran vertreten. Tatsache ist, dass hinter diesen Vereinen, hinter diesen Tarnvereinen, wie zum Beispiel AWA in Köln, nachweislich der iranische Geheimdienst BAWAG steckt. Und das mit auf sehr subtile Art, mit viel Verschleierung, aber wenn man genau hinguckt, doch mit sehr genauer Ideologie der Islamischen Republik, deutsche Organe manipuliert werden oder zu Terminen gebracht werden. So hat zum Beispiel die AWA den Beauftragten für Menschenrechte, Herr Löning, getroffen. Dieser war ganz stolz darauf, dass er also zu dieser iranischen Kulturverein Kontakte hat und dass er dort so objektiv informiert worden ist. Nein, das ist genau das Gegenteil der Fall. Er ist dem Regime auf den Leim gegangen. Es sind Fotos produziert worden, die man im Iran auf entsprechenden Webseiten findet, auf denen das Regime seine eigenen Bevölkerung klarzumachen versucht. Sie hätte beste Kontakte zu deutschen Politikern, zu Menschenrechtlern und alle die hätten Verständnis für die Einstellungen und die Aktivitäten des Iran, besonders auch für den Umgang mit den Menschenrechten im Iran. So werden sie zum Beispiel auf der Seite von Iran anders, das sich so gibt, als würde es von deutschen Wissenschaftlern und Politologen und Journalisten gemacht. Wenn man aber genau hinguckt, wird man feststellen, dass dort Personen genannt sind, die sehr wohl in Verbindung zu iranischer Botschaft und anderen Staatsorganen des Iran stehen. Dort wird dann seitenlang erklärt, warum Steinigung richtig ist. Und da werden sie in einen pseudowissenschaftlichen und religiösen Diskurs hineingeführt, der sie überzeugen soll, dass das Handhaben von Steinigungen oder Abschneiden von Händen oder eben die Hinrichtung durch Hängen, dass das den Menschenrechten entspricht und dass es eben zwar eine kulturelle Eigenart der iranischen Menschenrechtsauslegung sei, aber dass man eben, wenn man sich mit der Religion und dem Moral und Ethik des Iran intensiv befasst, verständlich ist. Und sowas wird hier in Deutschland verbreitet und dahinter steckt der iranische Geheimdienst. Ganz einfach, denn man findet Parallelen. Man stellt sehr schnell fest, wenn man sich intensiv mit diesen Tarnvereinen beschäftigt, dass es im Hintergrund Verbindungen nach Teheran gibt, dass die betreffenden Personen sehr einfach nach Teheran ein- und ausreisen können, dass es Verbindungen zu den Ministerien gibt, besonders zum Innenministerium und zu den Revolutionsgarden und dass dort eben diese Personen überall im Kontakt stehen. Und das zeigt, was dieses Regime alles an Aktivitäten in Deutschland entwickelt und wie wichtig es ihm offensichtlich ist, dass unsere Meinungsbildung,
unser Verständnis vom Iran nicht kritisch ist, sondern staatstragend. Dass wir also nun endlich akzeptieren, nach 30 Jahren Islamischer Republik, dass dieser Staat ein ganz normaler Staat in der Weltgemeinschaft ist. Und wir wissen aber alle, dass das nicht der Fall ist. Er ist im Moment die brutalste Regierung mit den größten Menschenrechtsverletzungen und seine Verbindung zu Syrien, seine offene Unterstützung des syrischen Regimes beweisen doch, dass hier eine Macht am Werke ist, die Menschlichkeit nicht schätzt und die sich hervortut mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dies zu dokumentieren, sollte viel stärker in den Fokus der Verfassungsschutzorgane treten.